Jena bleibt zu Hause ungeschlagen, besiegt in der 97. Auflage des Klassikers Carl Zeiss gegen Lok den Rivalen aus Leipzig. Die Führung für die Gastgeber früh im Spiel. Maximilian Kraus zieht nach innen, lässt Urban stehen und jagt den Ball ins linke Eck. 1-0 Jena nach 5 Minuten. Das zweite Saisontor für Kraus, der erst letzte Woche beim Sieg in Babelsberg das erste Mal in dieser Spielzeit getroffen hatte. Dogan im Leipziger Tor ohne Chance. Der FC Carl Zeiss danach weiter die bessere Mannschaft. Jonathan Mujomo gegen Erik Fufak, der gebürtige Leipziger gegen den Ex-Jena-Spieler. Traumtor von Mujomo, 2-0 Jena in der 31. Minute. Jena mit diesem Sieg jetzt auf Rang 5 der Tabelle, Lok rutscht auf 7 ab.